Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay. Grüß, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay von mir, dem Sampa, kommentiert, gespielt von. Oh Gott, Nea. Ich nenne dich jetzt Nea. Hier in seinem. Was ist heute mit mir los? In seinem Sherman Firefly, einem Tier-6 britischen Medium, ein recht nettes Gefährt an sich, finde ich zumindest, hab den auch mal gefahren, für den Grind halt zu den Heavys habe ich, also zu den TTs habe ich den, glaube ich, gefahren, aber ich glaube, der ist, wenn ich mich nicht täusche, auf dem Weg zum Challenger, sprich zu den neuen TDs, also in Anführungszeichen neuen TDs mit den drehbaren Türmen. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob er von dem auch zum Cromwell überkommt. Aber ist ein Medium zumindest. Fährt sich aber ein bisschen wie ein Jagdpanzer, weil er an sich eher ein bisschen unterstützend ist. Hat hier eine 76mm drauf, also 150 Damage, 171 Durchschlag und mit der APC kommt sogar auf 240 Durchschlag. Das heißt, Tier 6 ist natürlich extrem stark, aber ich meine geschichtlich gesehen, war der Firefly auch der Anti-Panzer-Panzer, den die Briten gegen die Deutschen aufgestellt haben mit dem Packgeschütz da vorne drin. Ja, wollen wir mal schauen, was Nea hier macht für uns. Nea Ludiel. Ich weiß auch nicht, ich bin blöd. Fährt den ganzen Spaß hier mit Kaffee und Kuchen, beziehungsweise Tee und Kuchen, whatever, und somit kein Feuerlöscher. Ist übrigens auf Camp Kinovka, und ja, wollen wir mal schauen, was der Liebe hier macht. Cromwell geht schon mal auf, der versucht hinten durchzufahren, unten in die Kuhle rein. Geht jetzt hier auf die erste Sniper-Position, da unten auf das Plateau. Problem ist irgendwie das Team, was das Team wieder macht, weiß kein Schwein. Hat übrigens 3 Gunmarks auf dem Panzer, ne? Also hier richtig nett. Oh, schon ein TRP-Schuss gebounced. Panzerung hat das Ding eigentlich keine, aber hat jetzt hier gern, so wie es aussieht, ein bisschen Lucky Shot gebounced vom, wie gesagt, vom TRP. Das Team, warum auch immer, steht da immer noch strong alle in der Base drin. Wollen, so wie es aussieht, nicht unbedingt vorfahren. Hügel haben sie, so wie es aussieht, auch. Also kriegen sie gar nicht erst. Würde mir natürlich schon mal extrem Freude machen zu Beginn des Spiels. Ich wäre wahrscheinlich hier schon mal die Ruhe in Person selbst, haha. Aber ja, wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Weil ich meine, Nea hat hier, ihr seht sie an den Streifen, hat ja recht gute Sichtweite für Tier 6, also den Streifen voll zu kriegen, ist schon eine Ansage. Sicher auch wegen Kaffeekuchen, aber vielleicht hat er auch Optiken drin. Ja, ihr seht hier auch, Er fragt sich auch so ein bisschen, was hier genau abgeht. Ja, KV2 schon tot, wurde vom Stealthy 25 rausgeklickert. Team regt sich natürlich auch. Ich meine, hat der jetzt gerade ernsthaft What the fuck geschrieben, der KV2? Ich meine, was das auch wieder soll. Der AMX M4 war, glaube ich, jetzt gerade AFK, so ihn angeschaut hat. Die GP weiß eh nicht, was machen. M6 sind ja auch in der Base. Ja, der AMX M4 ist sogar AFK. Wow. Also, es hat hier wirklich Premium-Team erwischt, der Arme. Mal schauen, ob wir das hier noch, ob er sich das noch drehen kann. Bleibt hier jetzt immer noch aktuell auf der Position, würde ich auch machen, weil ich meine, was willst du aktuell machen? Abwarten ist mir dann das Einzige, was er machen kann. Panther M10 ist so lebensmüde und fährt tatsächlich dort vor. Nea regt sich das außerdem noch am Mix. Das ist gar nicht AFK. Der dreht jetzt einen Turm. Ist es ein Bot? Ganz kurz. Ne, wir nehmen dem jetzt ein bisschen in den Augenschein. Wo ist er denn jetzt? Wie ist denn das? Was macht denn ein IKV da? Der dreht seinen Turm aus. Komisch, what the fuck. Aber ja. Er versucht jetzt hier ein paar Schüsse abzugeben, trifft aber nicht. Ich glaube, die Genauigkeit von der Firefly-Waffe ist leider, so geil auch der Pen und alles ist, unter aller Sau. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, guck mal an. Er hat Frauen auf seinem Panzer. Cool, dass wir das auch mal hören im Replay. Hatte tatsächlich die Firefly Crew mit Frauen ausgestattet. Dann hast du entweder zu viele Frauen über. Das ist ja auch ein bisschen falsch. Oder dir liegt der Firefly wirklich so extrem, dass du den tatsächlich mit den Frauen aus
rüstest. Ich würde zweiteres behaupten. Weil ich glaube, Frauen kann man nie genug. Tötet ja ich auch. Frauen kann man nie genug haben. Ja, jedenfalls, das Gegenteam scheint aber aktuell auch nicht so. Als hier der erste Schuss, den er getroffen hat, macht er einen Kill. aber eben, das Gegenteam scheint irgendwie auch nicht ganz so die hellsten zu sein. Ja, doch, okay. Ein Tiger ist, scheint hochgefahren zu sein, weil es gerade einen Panther im 10 zerrissen hat. Der Panther im 10, der unten im Wasser vorgefahren ist, auch schon so gut wie tot. Der RL scheint den jetzt zu. Ja, scheint jetzt zu YOLOen. Mit seiner Stockwaffe. Weil ich meine, es ist wichtig, dass der RL seinen Tod gegen den Panther. Ja, nee, er schafft's nicht mal. Hm. Kommt der nächste, oder was? Ja, 59-60 ist der nächste. Also, ja, wirklich. Übrigens bin ich eigentlich der Einzige, der das Gefühl hat, dass diese Frauen leicht russischen Akzent haben. Das ist kein britisch-englisch, das ist. Keine Ahnung, also die Frauenstimmen müssen sie unbedingt überarbeiten, die sind nämlich shitter. Allein schon dieses Funkgerät-Geräusche, wo man eh nichts versteht, ist auch schon Mist, also. Ich weiß auch nicht, was da WG sich wieder gedacht hat, dass sie das eingeführt haben. Wow, Bot 34-85 fährt immer vorbei. Ich schlafe fast ein. Bis jetzt hat er lieber näher 1600, 798 Damage. Mal schauen, ob er noch ein bisschen mehr snipen kann. Die Tiger aktuell oben auf dem Berg natürlich durch. Können auch den OI abschlachten. Also sieht richtig, richtig schlecht aus für sein Team. Aber ich meine eben, M6, AMX, M4, KV stehen immer noch in der Base. Vor allem der AMX, M4. Ich meine, das ist ein Top-Tier-Heavy, verdammt nochmal. Der steht AFK in der Base. Also, keine Ahnung, was das wieder soll. Jetzt fährt die sogar die E25 einfach stumpf über das ganze offene Feld. Ist jetzt getrackt oder bleibt jetzt stehen? Also ich weiß nicht, was jetzt das wieder für ein YOLO-Move war vom E25. Jedenfalls war es totaler Schwachsinn, er ist somit tot. Tiger P auf dem offenen Feld fährt jetzt auch auf dem Panther M10 drauf. What the fuck ist hier los? Er versucht jetzt ja, glaube ich, den Turm zu treffen, weil die Wand zu penetrieren ist leider extrem schwer, weil der Tiger P ja mittlerweile eine richtig geile Wandpanzerung hat. Ja, Tiger P, YOLO! Ist egal, dass ich Schaden fresse. Hauptsache, der Panther M10 ist tot. Wurde jetzt hier auch getrackt. Das heißt, der Panther M10 hat es eigentlich geschafft, mittlerweile zwei. Also den ARL und den 5916, die ihn holen wollten, rausnehmen, ohne dass er gestorben ist. Und der Tiger P frisst jetzt hier auch extrem. Das heißt, Tiger P, ja, das wäre der dritte Panzer gewesen, der beim Versuch draufgegangen ist, den Panther M10 zu töten. Er hat es jetzt zwar geschafft, den Tiger P, aber ich meine, er hat sich jetzt hier als Top-Tier-Heavy, hat er sich jetzt einfach weggeschmissen. Hier kann aber weiter schön snipen auf den M6, also hier wirklich aktuell gerade richtig Glück auf seine Position. Es ist hinter ihm noch der Tiger, auf den er snipen kann. Also hier, die Gegner macht es aber auch ihm gerade ein bisschen einfach, ne? Kann hier wirklich wunderschön seinen Damage anbringen. Jetzt trifft plötzlich auch die Waffe. Ja gut, nicht mehr ganz, aber ihr seht wirklich, die Penetration ist schon geil auf dem Viech. Das ist nicht mal unbedingt so schlimm, dass die Waffe nicht ganz genau in die Mitte trifft. Wäre natürlich schon schön, wenn sie weniger einmal treffen würde. Ja, okay, ungenau ist sie wirklich, also, ihr seht, er schießt links und rechts dran vorbei, aber nicht dorthin, wo er sollte. Jetzt hat er einfach ein Problem, jetzt ist er da der Einzige, der da oben steht, der AMX M4 steht immer noch AFK in der Base, der Chumosher mittlerweile hinten rumgekommen, in der Position nur mit seinem Turm, aber er kann, oh, Tiger 1 fährt hier runter und er verlässt jetzt hier die Position, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt, was macht der Tiger 37 in der Base, what the fuck ist das, wow, was ist das für ein Team? Ja, wir entscheiden sich jetzt hier auf die AB-Linie zu gehen, hier in dieses Wäldchen rein und nicht mehr auf C5, wo er vorhin war. Inwiefern das jetzt ein guter Entscheid war, ist durch. Ja, gut, ich meine, der Tiger fährt hier hinten rum, dann kriegt er natürlich schön auf. Das Problem ist halt, wenn hier mal aufgeht, ist er halt wirklich offen. Kriegt jetzt hier auch schön noch Spotting auf den Tiger. Problem ist jetzt halt offen und ich weiß nicht, ob der Tiger P. Ne, der Tiger P fährt auch runter, das heißt, er hat wirklich ein bisschen Glück. Trifft jetzt aber wieder nicht, hat es aber geschafft, den Tiger zu bouncen. Wahrscheinlich irgendwie blöden Winkel seine Oberwanne getroffen. IKV schießt ihm jetzt hier den Tiger raus. Hinter ihm geht jetzt doch der A43. Uff, aber. Nein! Oh fuck! Das ist wieder die Ungenauigkeit der Waffe, die ich jetzt gerade recht. Der A43 hätte tot sein können, hätte tot sein müssen. Jetzt hat er nämlich ein Problem, dass er hier dieses schnellschießende Etwas in seinem Nacken hat, aber. Er macht es richtig, er pusht auf den A43, weil. Oh, weil der Ui da ist! What the fuck! Kindergog! Ja, hat es gerade noch geschafft, zum Glück. Nein, aber richtig entscheidend hier auf den A43 zu pushen, weil er weiß, hier hinten steht nichts mehr. Das heißt, er kann jetzt einen Monit AMX A43 rausnehmen und sich dann wirklich schön um die Heavys kümmern.
Ja, schau, such dir auch den A43 gerade bist. Hä, what the fuck, ist was passiert? A43 bounced daneben. Ich meine, gut, der hat ja auch dieses Mikrokaliber, ne? Diese kleine Zahnstochernadel. Das ist die Frage. Gut, hier die riesige Turmluke. Kriegt jetzt hier vom TGP nochmal einen Bounce. Seit wann hat denn der Firefly. Ich muss ganz kurz schauen. Seit wann hat der Firefly so eine gute Bounce zu viel? Hat einen Schuss hier auf der Oberwanne gebounced. Scheint noch einen zweiten Schuss da zu sein. Da Turm oben eine. Lol. Also eigentlich hat der Firefly, glaube ich, normalerweise nicht so eine Panzerung, aber. So es aussieht, haben wirklich gerade alle Probleme. Gut, TKP geht jetzt hier wieder zurück ins das Kloster. Das heißt, er kann ihn hier nicht mehr anschießen. Und versucht jetzt hier den A43 rauszunehmen. Schafft es aber nicht mit dem ersten Schuss. Genau, schön. Hier hätte ich sogar in solchen Situationen, ganz kurzer Tipp, einfach Auto-Aim drauf machen. Weil das Auto-Aim ist nicht so empfindlich gegen dieses Vor- und Zurückfahren, das der Gegner macht. Sprich, wenn er die ganze Zeit so am Wickeln ist, anstatt hier manuell drauf zu ziehen und die ganze Zeit so zu machen. Und dann auswählen vielleicht mal ein bisschen zu weit oder zu wenig oder zu spät. Einfach Auto-Aim drauf machen, weil ich meine... Das Auto-Aim ist genug smooth, sage ich jetzt mal, diese Bewegung gleich nachzumachen und dann einfach nur noch zu klicken. Finde ich persönlich einfacher als versuchen manuell dieses Gewicklets abzuaimen. Vor allem wenn der Panzer eh keine Panzerung hat. Der KV lädt ihn jetzt hier in den Zug ein, warum auch immer. Soll mal einer verstehen. Kämpft hinten in der Base, jetzt den Zug rein. Ja, jetzt geht es eigentlich nur darum, ums Aufräumen. Meine Güte, meine. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Ne? Problem ist halt, OI ist halt One-Hit, wenn der OI ihn blöde trifft. Tiger P hat noch 700, ist jetzt ja noch ein bisschen vorsichtiger. Und er weiß auch, dass der Tiger P hier eher ein Panzerungsmonster ist. Hat übrigens noch kein einziges Schuss APCR verschossen mit dem Panzer. Trotzdem, dass er gegen die ganzen Heavy Tanks kämpft. Auf seinen Turm kann sich halt leider nicht verlassen. Er kann sich halt generell nicht auf seine Panzerung verlassen, weil. Oh, hier wieder die Ungenauigkeit der Waffe. Kriegt hier einen wunderschönen Polar ran vom Tiger P. Jetzt sollte aber, genau, jetzt trifft er aber. Ah, leider wieder daneben. Ist wieder am Wickeln, der Tiger. Frage ist jetzt, wo der OI mittlerweile hin ist. Ach, der KV will für die Mission. Was ist denn das für ein Gerigge? Hä, aber... Nice! Weitere Kill. Ach so, er ist mit Mikro V zusammen und er braucht 8 Kills im Zug. Mal schauen, ob Nea hier so nett ist. Ich wäre böse gesagt nicht so nett, weil verdient hat der KV das irgendwie nicht wirklich. Oh! IKV hat sich doch tatsächlich noch den letzten Kill noch geholt. War noch ein bisschen knapp. Oh, aber guck hier, schön das... Komm, das... Die 3 Mark und das Ding nehmen wir noch drauf. Ja! War eigentlich auch ein recht komisches Gefecht, sag ich jetzt mal eher. Begonnen, dass da hier die Jungs hier alle in der Base gekämpft sind. Eigentlich der Amix jetzt mittlerweile auch. Ist der in der Base verreckt, der Amix? Oder hat sich mittlerweile rausbewegt? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht mehr in der Render-Distanz, ne? Ich glaube. Ah, nee! Wow, da ist er ja! Tatsächlich! Der Amix hat seine WASD-Taste wieder gefunden. Nachdem er vorhin nur seinen Turm gedreht hat und irgendwie nichts gemacht hat. Wow. Ja, aber das war doch eigentlich an sich ein recht, keine Ahnung, nicht ein nettes Gefecht, aber irgendwie ganz komisch, dass das alles in der Base gekämpft ist und Gegner haben wir trotzdem 3 Gegner hier, YOLO auf dem Panther, M10, der M6 einfach YOLO rüberfährt, Tiger POI, die haben runterfahren in den Tod, also, ja, ganz komisches Gefecht, der KV, der hier Campy seine 8 Kills für die Mission haben will. What the fuck? Aber ja, ich würde sagen, wir switchen doch jetzt gleich gemeinsam kurz rüber hier in die Gefechtsauswertung. Geht das bitte? Hallo, danke. War ein Panzerass, ganz viele kleine Medaillen, die irgendwie sowieso kein Schwein interessieren. Und die Levaslios-Medaille. Was ist das? 2 Tanks für Medium. Destroy 2 Tanks or Enemy. Enemy Tanks or Tank Destroy für Medium Tank. Was? Ah, genau, die müssen aber eine Stufe höher sein. Das heißt, er hat jetzt 2,7 zerstört. Tiger PE25. Kriegt hier die Medaille nachgeworfen. Also, diese gibt es mittlerweile auch schon fast für gratis. Hat die sich mit 2,8 Damage und 4 Kills mit fast 1800 Basic Speed auf den ersten Platz katapultiert. Zweiter Stelle ist der IKV. Der, gut, der hat einfach alles gesniped, aber ich meine. Immerhin 5 Kills, das heißt, das war auch ein wichtiger. Der M6, von dem haben wir gar nicht mitgekriegt, ne? Hier auf Platz 3.
Der AFK-Amix hat sich tatsächlich noch ein bisschen hochgebottet. Das war der Panther M10, der dort drei Gegner in den Tod gezogen hat. Das ist eigentlich auch wirklich schön gemacht von ihm. Und dann hier unten KV2-0. Tiger P0, wie ist das möglich? T37, was hat der gemacht? Bisschen rumgefahren, bisschen rumgeschossen, wollte hier noch cappen. Also, wow. Den Team haben wir in Tiger 1. Ich glaube, das war der, der über den Berg gefahren ist. E25, der einfach YOLO über die Mitte gefahren ist. Und KV2, von dem wir gar nichts mitgekriegt haben. Jumbo-Schirmer ist auch noch hinten rum, genau. Also, ganz komische Teams hier. Auf beiden Seiten aber. Auf beiden Seiten. 55 Schüsse, what the fuck? Wow. 55 Schüsse hat Nea hier verschossen. Davon gerade mal 30 getroffen. Also, 25 Schüsse hat er in die Walachei gesetzt. Umweltverschmutzung und so. Von diesen 30 Schüssen hat er 20 penetriert. Gut, waren viele Schüsse auf Tiger P's. Wo halt die Switline wirklich frontalrechte Monster sind. Also ihr seht hier, Genauigkeit der Waffe nicht wirklich vorhanden. Gibt 2800 Damage, davon 1800 gesniped. Hat 7 Schüsse erhalten, 4 davon gebounced. Also wirklich eine super Rate, die eigentlich ja gar nicht so sein sollte. Böse gesagt, weil der Firefly eigentlich nicht wirklich Panzerung hat. 700 Damage hat er somit geblockt. 9 Damage... 9 Panzer gedamaged, wie sagt man, angeschossen, 4 davon zerstört und tatsächlich noch 3800 gespottet. Darum kommt auch die hohe XP-Anzahl, diese 3,8, die er hier noch gespottet hat. Auf wen denn eigentlich? A43 hat er ein bisschen, Tiger 1 hat er, gut, der Tiger 1 der rundgefahren ist, Tiger P der rundgefahren ist, wow, 1000 auf den Tiger P. Auf den anderen Tiger P hat er auch nochmal 700. Der ganze UI hat er gespottet, wow. Also hier wirklich schön gemacht an der Stelle. Gibt ihm, ja, 33.000 ohne Premium, wie er hier spielt, mit Premium hätte es ihm sogar 55.000 Credits gegeben, also wirklich ein genialer Credit-Output. Gibt ihm eben diese knapp 1800 Basics P mit Premium, wären es sogar 2690 geworden und sogar noch ziemlich viele Free XP. Aber ja, eher ein längeres Gefecht mit 10 Minuten, also hier 2/3 der Zeit haben sie ausgeschöpft und, ja, aber ich denke, es war noch ein nettes Gefecht, mal wieder von einem Panzer, den man nicht so oft sieht, mit einer sehr gut ausgebauten Crew etc. pp. Also ja wirklich mit nicht einfach nur zum Durchgrinden gespielt, sondern wirklich mit Liebe und Spaß diesen Panzer gefahren. Ja, aber das war's für dieses weitere Panzer Replay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es generell und schaut auch aus nächstes Mal wieder ein. Haut rein. Tschüss.